Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zur Wirbelsäulengymnastik mit dem Ball. Hol dir also einen luftgefüllten, am besten Ball, der schön labil ist, denn wenn wir einen labilen Untergrund haben, egal ob wir uns dann mit einem Knie drauf begeben, mit einem Fuß, was auch immer, dann muss unser Körper stabil werden. Also wir trainieren die wichtigen Tiefenmuskeln, die uns aufrichten, unsere Wirbelsäule stabilisieren, Bandscheiben schützen und unseren Rücken gesund machen. Und ich würde gerne mit einer Wahrnehmung starten. Du bist natürlich in der hüftbreiten, aufrechten Position, sodass ungefähr ein Fuß zwischen den Füßen Platz hat. Komm auf die Außenkanten deiner Füße und drück deine Großzehenballen nach unten. Die Zehen sind trotzdem ganz locker und entspannt. Du spürst, dass du auf den Außenkanten, auf den Großzehenballen und auf den Fersen stehst, oder? Knie sind durchlässig. Dein Brustbein anheben, deine Schultern locker nach hinten unten sinken lassen und am besten setzt du dir eine Krone auf deinem Kopf, die dich in Richtung Decke schiebt und dich streckt und aufrichtet. Jetzt nimmst du den Ball einfach mal so, dass es für dich angenehm ist. Wenn er größer ist wie meiner, dann nimmst du ihn tiefer. Wenn er kleiner ist, etwas höher, so dass die Schulter ganz entspannt nach unten fallen kann. Wenn du möchtest, schließt du deine Augen und spür nochmal deinen Stand. Spür, wie sich die rechte Schulter jetzt anfühlt im Vergleich zur linken. Und wenn du jetzt einatmest, dann versuchst du, die Schulter hochzuziehen. Und mit dem Ausatmen lässt du sie wieder ganz tief sinken. Einatmen, hochziehen und ausatmen, tief sinken lassen. Ganz bewusst in deinem eigenen Rhythmus. Lass dann deine Schulter ganz tief nach unten ziehen und jetzt gib einfach mal etwas Druck mit deinem Ober- oder Unterarm, wo immer der Ball auch ist, an deinen Körper und spür, was passiert. Atme ein und löse wieder. Atme aus, gib nochmal Druck. Ein. Ich hoffe, du merkst, wie dein Beckenboden aktiv wird, dein tiefer Bauchmuskel und deine Rückenmuskulatur. Löse einen kurzen Moment, öffne deine Augen, lass den Ball in deine Hand fallen und lass ihn ruhig noch neben deinem Körper pendeln, die Schulter ganz schwer nach unten ziehen, trotzdem immer noch dein Brustbein angehoben halten. Dann lässt du auspendeln und nimmst den Ball zwischen deine Oberschenkel. Wenn er größer ist, nimmst du ihn auch hier tiefer. Park ihn da kurz und versuch jetzt den Unterschied zwischen rechts und links mal zu spüren. Merkst du, wie die Schulter sich vielleicht höher anfühlt, die Seite aufrechter und die Wahrnehmung sich vor allem da jetzt verändert hat, also du eine andere Körperwahrnehmung hast. Mehr Luft. Dann nimmst du den Ball mit der linken Hand raus, holst ihn dir zwischen Oberarm und Körper und wenn du möchtest, schließt du auch hier wieder deine Augen, atmest ein, ziehst die Schulter hoch, atmest aus und lässt sie tief sinken, einatmen und aus. Lass die Schulter ganz tief und jetzt gibst du Druck mit deinem Oberarm. Atmest ein und löst wieder. Gibst nochmal Druck. Atme ein. Atme aus.
Wieder die Haltung spüren, deine Rumpfstabilisatoren spüren. Ganz langsam dann deine Augen wieder aufmachen. Nochmal spüren, wie sich es jetzt anfühlt, den Ball fallen lassen. Und jetzt nimmst du ihn nochmal zwischen deine Oberschenkel, richtest dich auf und spür nach, ob sich es jetzt hoffentlich gleichmäßig anfühlt, oder? Gleich durchbewegt, hoffe ich. Vielleicht hast du auch schon das Gefühl, diese kleinen Muskeln rund um die Wirbelsäule sind aufgepumpt, wie kleine Airbags, die deine Wirbelsäule strecken und stabilisieren. Und dann nimmst du jetzt deine Hände an deine Rippenbögen. Schultern locker. Gib nochmal mit den Oberschenkeln sanften Druck auf den Ball. Atme aus. Atme ein und löse wieder. Nochmal aus. Du kannst die Füße auch etwas enger stellen, sodass du den Druck gut aufbauen kannst. Aktivierst die Innenseiten, Beckenboden, tiefen Bauchmuskel, alle aufrichtenden Strukturen. Jetzt halte ganz leicht den Druck und zeichne mit deinen Rippenbögen eine liegende 8. Es kann auch zuerst eine 7 werden oder so. Versuch ganz locker deine Wirbelsäule durchzubewegen. Die Brustwirbelsäule, die muss unbedingt beweglich sein für einen gesunden Rücken. Lass die Bewegung einfach etwas größer werden, indem du deine Arme jetzt rechts und links neben dem Körper mitziehst. Einmal den rechten Ellbogen, einmal den linken Ellbogen. Und dein Becken ist immer noch gut stabil. Stimmt's? Oberkörper mit bewegen. Dann beide Arme nach unten, die Ellbogen zurück und ausatmen, Rücken rund, einatmen, aufrichten und aus, rund. Mach mal weiter, deine Brustwirbelsäule jetzt bewegen, beugen, strecken. Immer noch leichten Druck auf den Ball. Noch einmal, jetzt lässt du deinen Brustbein gehoben, stützt dich auf, tauchst nach vorne ein und machst den ganzen Rücken rund, Becken kippen, roll dich wieder nach oben auf. Schau mal, stell am besten die Finger mit nach außen auf, nochmal eintauchen und nochmal rund werden. Einatmen, Brustbein sinkt, tauche ein und aus, roll dich auf. Gleich nochmal. Ein letztes Mal, noch genau so. Und dann bleibst du mit ganz geradem Rücken nach vorne gelehnt, lass deine Hände jetzt los, kreuz, rück deine Daumen, Schultern sind entspannt hinten unten. Und jetzt, ich komme zu dir, atmest du aus, drehst den Oberkörper ein Stück nach rechts, nur so weit, wie dein Becken ruhig bleiben kann. Ein und wieder zur Mitte, aus zur anderen Seite, ein und wieder zur Mitte. Deine Wirbelsäule bewegen. So weit, wie es dein Rücken zulässt. Ausatmen, drehen, einatmen, Mitte. Und
Noch einmal. Dann kommst du wieder zur Mitte zurück. Stütz dich auf die Oberschenkel, mach deinen Rücken rund. Und gerade. Nochmal rund. Und gerade, mach mal weiter. Denn wenn du jetzt gerade wirst, nimmst du deine Arme nach außen. Und wenn du rund wirst, wie ein Flügelschlag, die Arme tief nehmen. Strecken. Und rund. Immer noch den Ball leicht gedrückt halten. Rückenstrecker spüren in deinem eigenen Rhythmus. Und wenn du das nächste Mal jetzt mit geradem Rücken hier bist, dann richtest du dich auf, nimmst den Ball aber gleich mit in deine Hände, streckst ihn nach oben und räkelst dich und streckst dich. Jetzt roll ihn einfach zwischen deinen Händen hin und her, nimm deine Beine mit in die Bewegung. Wirklich richtig mittreten. Und dann bleibst du hier, nimmst den Ball in deine rechte Hand, öffnest deine Arme, Schultern tief, nimm ihn wieder nach oben in deine linke. Nochmal. Und wenn du jetzt in deiner rechten Hand hast, kommt dein linkes Knie hoch, aufrecht bleiben, wechseln und hoch und wechseln. Jetzt stehst du natürlich instabil, dein Bein hebst du an und immer wenn es instabil wird, genau, dann werden wir stabil. Also das ist Absicht. Darf jederzeit wackeln. Halte, stopp. Versuche mit deinem linken Bein eine liegende Acht zu zeichnen. Hüftgelenke mobilisieren. Mal wechseln, anderes Bein und wenn die Schultern zu schwer werden, ruhig mal kurz auslockern zwischendurch. Nochmal wechseln, super. Hoch und lösen. Und jetzt bleibst du hier, nimmst den Ball und drückst mit dem Handballen an dein Knie. So, aufgerichtet bleiben. Spür, was passiert. Deine Körpermitte wird aktiv, oder? Druck und wieder lösen. Und die andere Seite gibt Druck. Der Handballen gegen dein Knie. Druck, 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 Druck. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wieder lösen und nochmal Druck, die andere Seite. Und nochmal hoch und Druck. Und hoch und Druck. Geht noch. Und hoch. Und ein letztes Mal. Und jetzt bleibst du hier, halte und lass den Ball ganz locker schwingen, löse auf und mach einen großen Schritt nach rechts und links, side to side. Und du lässt den Arm wirklich ganz locker. Wenn dir der Ball auskommt, macht nichts.
Und dann versuchst du das Bein mit anzuheben, links hoch und wieder tief. Halte oben, stopp. Versuch dich hier zu halten und jetzt schau rück zum Ball und werfe und fange. Das ist natürlich Koordination, Gleichgewicht. Und nach oben, Seite wechseln und die andere Seite schwingt, ganz locker. Erst wieder den Arm fallen lassen. Ganz locker lassen. Und dann nehmen wir nochmal Bein mit und wieder zurück. Hoch und zurück. Halte oben, stopp und versuche auch hier wieder, es gibt auch eine Lieblingsseite, merkst du? Und wieder zurückkommen zur Mitte und kurzen Moment entspannen. Auslockern die Schultern, die Beine auslockern. Und während du die Beine auslockerst, kommst du schon an den Rand deiner Matte, sodass die Matte vor dir ist. Und jetzt nimmst du deinen Ball einfach schon mal zwischen deine Oberschenkel. Beginnst von hier deinen Kopf abzurollen, Oberkörper, bis du unten am Boden ankommst und dann gehst du mit deinen Händen nach vorne, mit deinen Knien nach unten. Noch einmal raus aus den Schultern, noch einmal mit deinem Steißbein zur Decke. Beine so weit strecken, wie du kannst, den Ball immer noch leicht gedrückt halten. Ausatmen, Knie Richtung Boden. Kannst auch kurz absetzen, noch einmal hoch. Fersen runter und nochmal tief. Und nochmal hoch. Dehnung. Und Kraft spüren. Dann bleibst du unten, hältst hier. Lass deine Füße ruhig erstmal lang, die Finger spreizen unter den Schultern. Und jetzt deine Knie unter den Hüftgelenken positioniert. Deine Ellbogen drehen zurück, Armbeugen nach vorne und du holst dich hier so richtig schön raus aus deinen Schulterblättern. Lass dein Brustbein einen Moment sinken und zieh dich nochmal hoch. Lass dich nochmal sinken und zieh dich ganz hoch. Und wenn du jetzt hier oben bist, dann ziehst du dich mit dem Scheitelpunkt nach vorne und mit dem Steißbein ganz weit nach hinten. So richtig schön verlängern deinen Rücken. Deine Finger sind gut belastet. Der kleine Finger bis zum Daumen. Versuch mal ganz kleinen Kreis über deinen Händen zu beschreiben, indem du einfach spürst, dass alle Finger gut belastet sind. Auch in die andere Richtung kreisen. Und dann kommst du wieder zurück zur Mitte, lässt diese Belastung deiner Finger, stellst die Fußspitzen auf, hebst jetzt noch einmal deine Knie ein klein wenig an, lass den Ball rausfallen und nimm ihn unter dein rechtes Knie.
Wow! Und schon wird's wackelig, oder? Jetzt heb deinen linken Fuß weg und lass dein linkes Knie Richtung Boden sinken und zieh's wieder ein Stück hoch. Versuch hier dein Becken ganz leicht zu bewegen. Dein Iliosakralgelenk etwas lösen. Halte dein Knie, schau, ob dein Becken parallel zum Boden ist und mach jetzt ganz kleine Kreise mit dem Knie, ohne dass du dein Körpergewicht irgendwie groß verlagern musst. Komm wieder zurück zur Mitte, sehr gut. Nimm den Ball zwischen die Knie und entspanne einen Moment. Du kannst dich auch aufsetzen oder dein Steißbein nach hinten schieben, Handgelenke lockern, ruhig mal fassen. Die müssen da ganz schön mitarbeiten, sind aber auch wichtig, dass sie gekräftigt sind. Also es macht auch nichts, wenn die Handgelenke so ein bisschen zu spüren sind. Du könntest dir auch eine Matte rollen und mit den Handballen drauf gehen oder ein Handtuch, dass du nicht ganz so abknickst, sondern ein bisschen steiler stehst. Okay, zweite Runde. Fußspitzen aufstellen, Hände platzieren, Finger gut belasten, Scheitelpunkt zieht nach vorne, Steißbein nach hinten, ausatmen, Ball heben, fallen lassen, unter dein linkes Knie. Jetzt bist du wieder hier, lässt deinen rechten Fuß abheben und hebst und senkst deine Hüfte. Es darf wackelig sein. Bleibe parallel zum Boden und versuch mit dem Bein ganz kleine Kreise zu beschreiben. Nochmal halten und einen Moment absetzen. Rück den Ball nach hinten, so dass du dich draufsetzen kannst zwischen Fersen und Gesäß. Langstrecken. Ziehst du ihn wieder raus, nimmst ihn nach vorne und zwar unter dein Brustbein, komm tief. Und jetzt legst du ihn dir, wie es für dich angenehm ist, am besten unter dein Brustbein. Beine leicht geöffnet. Wichtig ist, Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Kannst auch nur weiter vorrutschen, musst einfach so ein bisschen rumprobieren. Hände kreuzen und unter deine Stirn oder die Stirn auf deine Hände zuerst mal. Denk an deine Bauchspannung. Und jetzt atmest du aus und versuchst, deine Hände vom Boden abzuheben. Stirn bleibt ruhig noch immer auf deinen Händen. Und jetzt versuchst du, einen Ellbogen zu mir zu drehen. Komm wieder zur Mitte und wechsle die Seite. Anderen Ellbogen aufdrehen und wieder zur Mitte. Lass ruhig deine Stirn auf deinen Händen. Halte deine Bauchspannung. Spür deine Rückenstreckmuskulatur. Wenn es nicht mehr geht, gönn dir eine Pause. Noch drei. Noch zwei. Noch einen. Und Unterarme neben deine
deinen Körper, Kinn Richtung Brustbein, heb dich hier hoch und kannst auch gerne deinen Scheitelpunkt auf den Ball ablegen. Entspannen. Und eins weiter nach oben kommen. Setz dich auf die Seite. Am besten gleich mal den Ball unter deine Hüftknochen. Den Ellbogen stellst du auf. Du kannst auch ein bisschen Luft rauslassen, wenn dir dein Ball zu fest ist. Unteres Bein nach vorne. Und jetzt schau mal, ob du hier ganz gut liegen kannst. Wichtig ist mir natürlich wieder den Unterarm zu dir ranziehen. Wichtig ist die Spannung und wichtig ist auch, dass dein Becken hier senkrecht liegen bleibt. Du kannst die Hand vorne abstützen, okay? Jetzt hebst du dein langes Bein und oberes Bein an, beugst und versuchst jetzt die Fußspitze zu strecken und dein Bein nach vorne zu ziehen. Einatmen. Und wenn du zurückgehst, schiebst du mit der Ferse zurück, atmest aus. Senkrecht liegen bleiben. Ein und aus. Beckenboden, Hüftbeweglichkeit. Und wenn du dich traust, kannst du natürlich die Hand auch hinter den Kopf oder hier zur Hüfte nehmen. Wenn es nicht mehr geht, mach Pausen. Alles gut. Wenn es wackelt, freu dich. Ein noch und vorkommen, drück dich hoch und setz dich auf den Ball. Locker einen Moment aus, ich rutsche ein Stück zurück zu dir, sein Becken ganz leicht hin und her wackeln lassen. Nacken ist entspannt, eine Seite haben wir noch. Noch einmal, so, zur anderen Seite schubsen. Unteres Bein liegt vorne. Muss wieder schauen, dass du es gut platzierst. Den Ellbogen unter die Schulter. Gefühlt den Unterarm zu dir herziehen. Jetzt wieder oberes Bein annehmen. Gleich mal schauen, dass du senkrecht stehen kannst mit deinem Becken. Ferse schiebt zurück, atme aus. Atme ein, kraftvoll nach vorne. Fuß ist lang. Aus, zurück und ein. Raus aus der Schulter, Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Wenn du möchtest, entweder hierher. Oder stützt dich ein, dann hast du die Kontrolle nochmal über dein Becken. Noch zweimal. Ganz weit nach hinten, so weit wie es für dich okay ist. Und wieder ranziehen und entspannen, aufsetzen, super. Ruhig auf den Ball nochmal, so ein bisschen schwingen. Sag mal rund werden, dich wieder aufrichten. Oder kreisende Bewegung machen. Nach vorne
runterkommen, Ball rausziehen. Hart jetzt zum Sitzen, oder? Ein Bein fassen und langsam tief rollen. Jetzt kannst du dir den Ball gleich in deine Kniekehlen holen. Arme zur Seite, das andere Bein ist aufgestellt. Wenn du jetzt dein Bein ein Stück nach vorne schiebst, merkst du, dass der tiefe Bauchmuskel aktiv wird, der hier wie zwei Taschen sitzt. Wenn du dein Knie ranziehst, merkst du, dass der Rücken auf den Boden kommt. Das ist nicht die natürliche Lordose. Natürlich ist, wenn du Oberschenkel senkrecht hast und spürst, dass du vielleicht ein bisschen Luft unter dem Rücken hast und der Bauch aktiv wird hier. Jetzt versuche mit deinem Knie und dem Ball nach außen wegzukippen, ausatmen, mach mal weiter, einatmen, wieder zurück. Also, hätte gern ein nach außen kippen und einatmen, wieder zurück. Ohne dass das Standknie sich irgendwie verändert und ohne dass dein Becken sich irgendwie verändert. Merkst du den tiefen, queren Bauchmuskel? In deinem Tempo. Und dann bleibst du wieder in der Mitte. Kurz entspannen, beide Knie zu dir ranziehen. Ich bleibe mal einen kurzen Moment so. Während du hier entspannst, wechselst du zum anderen Knie und setzt dann deinen rechten Fuß auf. Jetzt erst wieder aus eruieren, wo du deinen tiefen Bauchmuskel spürst. Also wenn du ranziehst, spürst du ihn nicht, dann drückt sich der Rücken runter. Das wollen wir nicht. Hol in die Senkrechte den Oberschenkel und atme aus. Dein Knie kippen, ein, wieder zurück. Mach mal weiter, ich komme wieder zu dir. Aus zur Seite, ein zur Mitte. Deinem eigenen Rhythmus. Dann kommst du wieder zur Mitte zurück und ziehst noch einmal beide Beine ran. Hol dir den Ball tiefer zwischen die Fersen. Ganz entspannt hier bleiben, den Rücken abrollen, den Rücken massieren, durchsaften, indem du auf ihm rollst. Kannst deine Hände neben dem Körper lassen und jetzt den Ball da behalten und ausatmen, dein Becken anheben. Ein, wieder runter, aus, anheben. Du wirst merken, du kannst jetzt gar nicht so sehr mit Schwung arbeiten, sonst geht dir der Ball verloren. Drück auch bitte nicht mit den Handflächen, lass die Handflächen in Richtung Decke zeigen. Und dann langsam wieder auflösen, den Ball rausfallen lassen und dann Füße aufstellen und dann holst du den Ball unter deinen Lendenwirbelsäule. Also Übergang zwischen Gesäß und unterer Rücken, eigentlich ins Kreuzbein reinlegen und mal ganz entspannen nach rechts und nach links kullern. Den unteren Rücken auch hier wieder schön massieren, sollte wirklich angenehm sein. Kannst auch dein Becken in die andere Richtung bewegen. Wenn es eine Uhr wäre, dann jetzt auf von der 12 auf die 6.
oder mal kreisen. So ein bisschen hineinspüren, was für dich jetzt angenehm ist. Dann löst du auf, hebst dein Becken an und was jetzt echt spannend ist, wenn du hier nach unten abrollst, wie sich dein Rücken jetzt anfühlt, völlig entspannt, hoffe ich. Dann holst du nochmal dein rechtes Knie nach oben, nimmst deine rechte Hand mit dem Handballen und gibst ein bisschen Druck. Versuch dein linkes Bein anzuheben, linke Hand Richtung Decke. Und jetzt atme aus, streck Arm und Bein, lass den Druck. Atme ein, komm wieder zurück und dann wechselst du zur anderen Seite. Gib Druck, atme aus, atme ein und wechseln und aus. Stabil, wenn dir das zu viel ist, lass den Fuß hier stehen am Boden. Dann wird es leichter, okay? Dann kannst du auch wechseln. Druck. Noch einmal dein tiefer Bauchmuskel. Wird anstrengend. Jetzt noch ein letztes Mal. Dann stellst du den Fuß auf. Den Ball nimmst du unter deinen Oberarm. Oberarm rückt diagonal nach oben. Streck das Bein aus. Und das Bein, das jetzt immer noch oben ist, stellst du auf, schiebst die Hüfte auf die Seite vom Ball. Und jetzt darfst du dein Knie einfach zur anderen Seite rüberkippen lassen. Jetzt kannst du hier mit dem Ball ein bisschen spielen. Dich wegrollen, lang werden, dein Knie ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Ganz langsam wieder den Fuß zurücknehmen. Sehr schön. Dann deinen Fuß aufstellen, Becken in die Mitte legen. Deine Hand wechseln. Unter den Oberarm. Wechsel deine Beine. Stell jetzt den Fuß auf, wo der Ball ist. Schieb dein Becken auf die Seite rüber und lass dein Knie zur anderen Seite fallen. Auch hier wieder so ein bisschen spielerisch. Ball rollen, Knie höher, Knie tiefer. Probier aus, was für dich jetzt besonders angenehm ist. Dann kommst du langsam wieder zurück zur Mitte. Stellst beide Füße auf, Becken in die Mitte holen. Kurzen Moment entspannen. Hol dir den Ball. Nimm ihn über dein Brustbein und roll jetzt deine rechte und linke Schulter nach oben. Lass den Kopf einfach so sich mitbewegen. Dann löse auf, lass dich ganz rüber drehen auf die Seite und komm über die Seite langsam eins höher. Lass den Ball ruhig erstmal liegen, locker dich aus
Komm eins weiter, indem du ein Bein nach vorne aufstellst. Drück dich auf die Füße. Nimm den Ball zwischen deine Fersen. Stütz dich auf. Rücken rund. Den Rücken gerade. Noch einmal ganz rund. Ganz geraden Rücken. Wenn er gerade ist, dann richtest du dich langsam auf zum Stehen. Lockerst aus. Bleib so, ich komme nur zu dir. Locker dich aus. Hab so ein bisschen das Gefühl, du schiebst den Ball mit den Fersen, machst ihn dünner, schiebst ihn zusammen. Füße können leicht nach außen schauen, deine Fußspitzen. Wenn du das machst, kreis nur weiter. Merkst du auch hier wieder, dass du dich aufrichtest? Genau. Nochmal einatmen, Länge. Ausatmen, lösen. Einatmen, Länge. Und jetzt ziehst du dich hoch auf deine Fußspitzen. Hol dir Körperspannung. Schieb die Fersen aneinander. Halte, halte, halte. Sehr gut. Komm nochmal tief. Sehr schön. Zieh dich nochmal hoch auf die Fußspitzen. Spannung in der Mitte aufbauen. Nochmal tief. Nochmal hoch. Atmen. Öffnen und jetzt bleib hier. Knie etwas beugen. Rück den Ball jetzt lösen. Dein Kopf zu einer Seite. Spür, dass die Schulter locker ist. Da darfst du so ein bisschen tief ziehen. Und lässt du ganz langsam den Kopf über vorne zur anderen Seite kreisen. Links zieht tief, rechts ist locker. Dann nimmst du den Kopf nach vorne, lässt ihn hängen. Spür den Nacken. Atme aus, richte den Kopf auf. Lass locker, atme ein. Atme aus, wie fühlst du dich? Atme ein, streck dich, räkel dich. Und jetzt kannst du ruhig schon mal deinen Fokus auf deine Füße legen. Wie stehst du auf dem Boden? Lass dich ganz locker. Spürst du, dass du jetzt bewusst auf den Außenkanten stehst, auch ohne Ball? Auf den Großzehenballen, auf den Fersen, sind deine Knie durchlässig? Ist dein Beckenboden aktiv? Dein tiefer Bauchmuskel, Zwerchfell, die kleinen Muskeln am Rücken? Fühlst du dich aufgerichtet und spürst du die Krone auf deinem Kopf, die dich in Richtung Decke schiebt? Sehr schön. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe natürlich, du fühlst dich jetzt wohl in deiner Haut und du fühlst deine Stabilität, deine Aufrichtung. Wenn es dir gefallen hat, natürlich freue ich mich über ein Gefällt mir, über einen netten Kommentar unten. Wenn du Lust hast, könntest du meine Arbeit wertschätzen. Dankeschön. Der Link ist unter dem Video, heißt Steady. Deine Unterstützung mit monatlich 2,50 Euro oder 5 Euro oder 10. Was auch immer du möchtest, könntest du das tun. Ich freue mich natürlich auch, wenn du ganz einfach so dabei bist. Vielleicht lädst du noch jemanden ein, sich mitzubewegen. Umso mehr Menschen sich bewegen, umso schöner und so besser natürlich auch für den Rücken, für die Wirbelsäule. Es gibt übrigens eine ganze Playlist Wirbelsäule auf meinem YouTube-Kanal. Schau doch einfach mal rein, da gibt es ganz viele Videos zum Thema. Du kannst auch immer ganz gezielt in die Suchzeile eingeben, zum Beispiel Gabi Fastner HWS, also Halswirbelsäule, oder LWS, Lendenwirbelsäule, oder was auch immer du suchst. Dann schau mal, ob du nicht ein Video findest, das dir ganz besonders gut tut. Oder ganz einfach, bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon. Bis dann!